Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Tödlicher Verkehrsunfall in Neuensalz. Internationaler Automobilkongress begeht Jubiläum und FDJ-Demo zieht Gerichtsverhandlung nach sich. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es ist Mittwoch und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es ist schön, dass wir alle aktuell mit unserem Leben in eine gewisse Normalität zurückgekehrt sind. Shoppen macht wieder ohne Maske Spaß, aber auch der Besuch von Kneipen, Bars und Restaurants vermittelt wieder ein Stück weit Lebensfreude. Umso unfassbarer, was da in der letzten Nacht in Zwickaus Peter-Breuer-Straße am Brauhaus passiert ist, erfahren Sie mehr darüber im folgenden Beitrag. Es war schon traurig, die angerußten Räumlichkeiten in Augenschein zu nehmen. Der beißende Gestank war auch Stunden nach dem Brand noch da. Immerhin muss es hier eine Rauchentwicklung von 500 bis 600 Grad Celsius gegeben haben, die Tonne zum Schmelzen und Glastüren zum Platzen gebracht haben. Hier einmal eine Papiertonne im Original. Der Brand wurde zeitgleich von einem vorbeikommenden Passanten und das Auslösen der Rauchmeldeanlage im Brauhaus bei der Feuerwehr angezeigt. Ja, Sebastian, heute früh habe ich mein Handy angemacht. Die erste WhatsApp war von deiner Frau, von der Sarah, und da waren Bilder drauf. Und ich habe gesehen, hier ist was passiert am Brauhaus, hier hat es gebrannt. Was ist genau passiert? Ja, leider wurde in der Nacht unsere Papiermülltonne angezündet, die hier steht. Und wo es auch wahrscheinlich mutwillig war, also es ist mutwillig passiert, hat natürlich dann hier gebrannt, die ganze Tür beschädigt. Und dann, ja, da ist natürlich jetzt ein erheblicher Schaden entstanden. Es ist ja so, dass ihr aktuell auf einem guten Weg seid. Ihr habt die Außenanlagen schön in Ordnung gemacht, den Freisitzbereich, ihr habt auch einen Quarkstand eingeweiht. Die Leute kommen und jetzt passiert sowas. Sind die Schäden denn schon abzusehen, was hier alles in Mitleidenschaft gezogen worden ist? Ja, wir haben natürlich erheblichen Schaden in der Küche, weil die Küche ist gleich anbinden da. Da sind wir jetzt gerade am Grundreinigen. Durch die ganzen Verrußungen muss das natürlich grundgereinigt werden, bevor wir wieder starten können. Wir wissen nicht, ob wir heute genau fertig werden. Kann natürlich sein, dass wir auch schließen müssen. Wir müssen natürlich Vorkehrungen treffen, dass für die Gäste natürlich wieder alles ganz normal ablaufen kann. Schaden ist schon sehr hoch. Das komplette Büro innen drin muss komplett neu ausgetauscht werden. Die Möbel sind natürlich durch die Kohlenstoffmonoxidbelastung natürlich im Prinzip verseucht, kann man sagen. Das muss natürlich dann alles über die Versicherung abgewickelt werden. Man riecht es ja auch noch. Und Feuerwehr war heute früh vor Ort? Ja, genau. Die waren natürlich vor Ort, haben natürlich den Brand gleich im Prinzip gelöscht. Und das ganze Brauhaus musste mit großen Lüftern ausgepumpt werden. Da war natürlich überall Rauchentwicklung in jedem Raum. Es mussten also Rauchschutzvorhänge aufgehangen werden. Und dementsprechend war das ganze Brauhaus natürlich dann jede Türen auf, alle Lüftungen an und die Feuerwehr in jedem Raum und hat da im Prinzip die ganze Abluft für die Abluft gesorgt. Es ist ja recht unwahrscheinlich, dass man dem Täter jetzt auf die Spur kommt, aber vielleicht trotzdem, wenn jemand was gesehen haben könnte, wo soll er sich melden? Ja, also wenn jemand irgendwas mitbekommen hat in der Nacht von gestern, dass er sich einfach hier im Brauhaus persönlich meldet oder am Telefon. Unsere Telefonnummer steht auf der Homepage, ist alles bekannt und da kann er natürlich anrufen, wer jetzt irgendwas gesehen, gehört oder irgendwo was mitbekommen hat. Da wären wir sehr dankbar. Am heutigen Morgen gegen 3.30 Uhr ereignete sich auf der B169 zwischen Neuensalz und Mechelgrün ein tödlicher Unfall. Ein Ersthelfer, der erst später an der Stelle vorbeifuhr und den Unfall meldete, konnte dem jungen Fahrer nicht mehr helfen. Er verstarb noch am Unfallort. Ein 21-Jähriger ist dort in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Für den Fahrer kam leider jede Hilfe zu spät und er verstarb noch am Unfallort. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sogar der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde. Die Unfallursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Bereits am 21. Juni ereignete sich ein identischer Unfall an selber Stelle, am selben Baum. Vor bereits 6 Wochen ereignete sich ein ähnlicher Unfall genau an dieser Stelle mit einem fast identischen Unfallhergang, bei dem ein 24-Jähriger ums Leben kam. Das Tragische an dieser Strecke ist, dass nach einer langen Geraden eine leichte Linkskurve folgt und am Scheitelpunkt dieser eben ein massiver Baum steht.
Zur Unfallaufnahme und Beräumung wurde die B169 für ca. 5 Stunden voll gesperrt. Zum Einsatz kamen Feuerwehren aus Neuensalz und Mechelgrün. Die Stadt Zwickau steht nicht nur für Robert und Clara Schumann, sondern auch für die Automobilität. Da ist es fast schon selbstverständlich, dass hier seit Jahren der internationale Automobilkongress veranstaltet wird. In diesem Jahr wird ein kleines Jubiläum gefeiert. Trotz Pandemie fand der Kongress auch 2020 statt. Diesmal steht das Event unter dem Motto Revolution in der Autowelt. Auch der Präsident der Industrie- und Handelskammer Chemnitz ist glücklich, dass diese Veranstaltung mit hochkarätigen Repräsentanten aus der Branche auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Das freut mich sehr. Es ist ja ein schönes Jubiläum. 25 Jahre haben nicht viele durchgehalten. Wir haben das geschafft in Zwickau. Da haben viele erfolgreich in den vergangenen Jahren gearbeitet. Und dass wir uns auf dieses Jubiläum sehr freuen, das zeigt auch die bereits bestehende Anzahl an Anmeldungen. Wir wollen es da richtig mal, wie ich vergangenes Jahr gesagt habe, krachen lassen. Und wir befinden uns ja hier in Zwickau. Zwickau ist eine Automobilstadt. Wir sehen, dass sehr viele Interessenten auf uns zukommen, sich beteiligen möchten. Und das ist eine schöne Entwicklung, die dieser Kongress genommen hat. Ich glaube, wir sind da einer mit der Vorreiter in ganz Deutschland. Sie haben auch wieder hochkarätische Gäste einladen können. Das ist richtig. Wir haben uns natürlich bemüht, zum 25. Jubiläum einige renommierte, auch aus Funk und Fernsehen renommierte Gesprächspartner zu uns zu holen. Da gibt es einen tiefgehenden Meinungsstreit. Dieser Meinungsstreit ist auch Sinn und Zweck der Sache zu einem solchen Kongress. Also ich erinnere nur an die Beiträge von Professor Koch aus Karlsruhe, aber wir erwarten dieses Jahr auch Herrn Professor Dudenhöfer. Und das, glaube ich, wird zu einer schönen Diskussion führen, die wir zu diesem Kongress führen. Die Schirmherrschaft übernimmt der Ministerpräsident? Da freuen wir uns ganz besonders. Nun haben wir ja am 26. September Bundestagswahl. Wir hoffen aber trotzdem, dass wir unseren Ministerpräsidenten bei uns begrüßen können. Nach der Bundestagswahl ist immer in der Politik eine etwas sehr hektische Zeit. Aber wenn er sich die Zeit nimmt und uns zu diesem Jubiläumskongress besucht, dann wäre das für uns ein besonderer Höhepunkt. Wer sich jetzt noch dafür interessiert, wie muss er sich anmelden? Ach, die Anmeldung ist ganz einfach. Die können Sie realisieren übers Internet. Das ist der einfachste Weg. Aber Sie können auch telefonisch mit der IHK sprechen, hier in Zwickau oder auch in Chemnitz. Also viele Wege stehen Ihnen da offen. Und der Veranstaltungsort ist wie bereits im vorigen Jahr wieder das August-Horch-Museum. Da wir begehen im August-Horch-Museum unseren Galaabend. Zuvor gibt es einige Veranstaltungen in der Location von Damrum-Fähring. Dort wird der AMZ-Kongress, die AMZ-Lounge stattfinden. Und am nächsten Tag, den richtigen Kongress, feiern wir oder begehen wir dann wieder im Rathaussaal. Das ist eine sehr schöne und ansprechende Einrichtung und Location für unseren Kongress. Das macht Spaß, dort miteinander zu diskutieren. Alle beteiligten Organisatoren hatten sehr lange noch die Hoffnung, dass das Spitzenfest in Plauen Anfang Oktober im Parktheater in einem etwas kleineren Rahmen durchführbar ist. In enger Abstimmung mit dem Vorstand des Spitzenfestvereins wurde entschieden, aufgrund der zu erwartenden Einschränkungen, die bereits ab einer Inzidenz von 10 gelten, mangelnder Planungssicherheit und dem finanziellen Risiko für den Verein, das diesjährige Spitzenfest abzusagen. Nächstes Jahr ist dann das Jubiläumsjahr. Werbung. Endlich wieder sommerliches Feeling. Sommerfreude Zwickau. Vom 13. bis 22. August im Schlobichpark und ab 15. August auch auf dem Hauptmarkt. Erleben Sie Kultur in vielen Facetten mit regionalen Bands, Kleinkunst, Familienprogrammen oder auch Live-Lesungen, Kino und Silent Party. Kultur gemeinsam erleben. Zur Sommerfreude Zwickau. Vom 13. bis 22. August. Aktuelle Infos auf zwickau.de/sommerfreude. Und?
Entdecken Sie den neuen vollelektrischen Citroën EC4. Komfort und Technik auf höchstem Niveau. Auch erhältlich in klassischen Motorisierungen. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Sanitätshaus Treitschke. Seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten, Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Vielleicht erinnern Sie sich noch an eine Demo, die am 7. März 2020 in Zwickau stattgefunden hat. Seinerzeit sind Jugendliche mit FDJ-Hemden bekleidet, Sprechchören und Liedern wie Bella Ciao durch die Stadt gezogen. Mit der Aktion wollte man der deutschen Willkür entgegentreten. Höhepunkt der Aktion war das Besteigen des Rathausbalkons. Dafür stehen ab heute 4 Teilnehmer vor Gericht. Angeklagt werden sie wegen Hausfriedensbruchs. Im Vorfeld des ersten Verhandlungstages gab es heute eine weitere Kundgebung. Versammelt hatten sich die Demonstranten heute recht publikumswirksam und sicher ein Stück weit provokant vor dem Zwickauer Rathaus. Wir sind mit dem Pressesprecher ins Gespräch gekommen. Im März 2020 fand hier in Zwickau eine Demo der FDJ statt. Sie haben das klassische FDJ-Hemd noch an. Was ist der Hintergrund gewesen? 30 Jahre sind genug, war die Kampagne. Revolution und Sozialismus. Nach 30 Jahren Einverleibung der DDR in das Großdeutsche Reich sagten wir, wir müssen auf die Straße und sagen, dass es eine Jugend gibt, die sagt, wir können uns die Zukunft selber erkämpfen. Und prompt stand man auf dem Balkon und haben festgestellt, dass in dem Rathaus plötzlich Militär sitzt, die Faschisten sitzen, der Heimatschutz unter dem Kommando der Bundeswehr und allesamt die Aufgabe haben, den Krieg vorzubereiten.
Sie sind ja kein Kind der DDR. Warum identifizieren Sie sich mit der FDJ? Ja, Ihre Frage ist leider etwas unhistorisch. Die FDJ gibt es seit 1936, gegründet im Exil in Paris gegen die Hitlerfaschisten. Sozialisten, Kommunisten, Antifaschisten, christliche Jugendliche haben gesagt, wir einigen uns und kämpfen gegen den Hitlerfaschismus. Die FDJ gab es dann nach der Befreiung am 8. Mai sowohl in den westlichen Besatzungszonen als auch in der SBZ und war im Westen der stärkste Teil der Bewegung gegen die Remilitarisierung, gegen Adenauer und seine neuen Bestrebungen, den Krieg vorzubereiten, und musste neben der KPD Anfang der 50er Jahre schon wieder verboten werden von den Richtern, die noch während dem Faschismus gegen die Kommunisten gerichtet haben. Nun sind Sie nun gerade nicht diesen Weg gegangen und sind hier einfach auf den Rathausbalkon gestiegen. Das hat jetzt zum Ergebnis, dass es heute eine Verhandlung gibt. Sie heute eine Gegendemo machen praktisch oder im Vorfeld eine Demo, die wurde aber vom Landkreis genehmigt. Die wurde zum Teil genehmigt, aber auf Basis von Argumenten, die wider jeglicher Versammlungs- und Kunstfreiheit sind, weil im Grunde genommen gesagt wird, es obliegt der Polizei, ob sie uns sofort unterbindet, unsere szenischen Darstellungen untersagt. Der Leiter des Ordnungsamtes König argumentierte, dass es auch ungesprochenes, ungeschriebenes Recht gibt, nach dem man auch handeln kann. Das ist Willkür. Und wir gehen auf die Straße und sagen, das lassen wir uns nicht bieten. Und wenn wir angeklagt werden wegen Hausfriedensbruch, dann fragen wir, was ist der Bruch des Hausfriedens gegen den Bruch des Weltfriedens? Das muss eine Jugend, die eine Haltung hat, definitiv durchziehen. Und davor fürchten wir uns auch nicht. Trotzdem stellen Sie sich heute der Verhandlung. Also ja, natürlich. Klar. Und wir haben auch eine Meinung. Und die Meinung ist, das ist vollkommen legitim. Es hat niemandem wehgetan. Ein Rathaus ist ein öffentliches Gebäude. Und wenn die FDJ im Rathaus gegen den Krieg spricht, dann ist es eine wunderbare Sache. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn da ein vernünftiger Richter ist, dass er eigentlich sagen muss, naja, also Verbrechen sehen anders aus. Wie war denn die Reaktion voriges Jahr der Passanten? Heute stehen ja auch schon wieder ganz viele Menschen hier. So wie die Realität in diesem Land ist, es gibt diejenigen, die vollkommen klar erkennen, dass mit dem Verlust der DDR der Alltag ein anderer geworden ist, dass Rassismus herrscht, Arbeitslosigkeit herrscht und die Jugend keine Perspektive hat. Und es gibt freilich diejenigen, die sagen, wir sind die Wendegewinner, die sogenannten, und wir wollen euch nie wieder sehen. So ist es. Dann setzte sich der Tross in Richtung Innenstadt in Bewegung. Wir werden verfolgen, wie die Richter urteilen werden. Wird das Erklimmen des Rathausbalkons als Hausfriedensbruch bewertet oder als Kavaliersdelikt abgetan? Die Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes Oberloser Teil 1 hat in dieser Woche begonnen. Die Baumaßnahme ist sehr umfangreich, deshalb musste ab 2. August bis voraussichtlich Ende November die B92 zwischen Anschlussstelle Plauen Süd bis Otto-Erbert-Straße in Oberloser voll gesperrt werden. Wir haben geprüft, ob und unter welchen Bedingungen ein einseitiger Bau möglich wäre. Aber das würde die Baumaßnahmen an der vielbefahrenen B92 um ein wesentliches verlängern, informierte Bürgermeisterin Kerstin Wolf bereits im Juni. Für die Dauer der Vollsperrung erfolgt die Umleitung der B92 aus Richtung Adorf kommend über die S311 in Richtung Weischlitz-Autobahnabfahrt Plauen Süd. Und dann weiter auf der B173 in Richtung Plauen. Ab der Südinsel ist die Weiterfahrt in Richtung Oberloser oder Plauen-Zentrum möglich. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt über die gleiche Strecke. Ende Juni war begonnen worden, den Oberboden im Bereich der neuen Kreuzung an der B92 und auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Bereich der geplanten Regenrückhalteanlagen abzutragen. Begleitet wurden diese Arbeiten durch das Landesamt für Archäologie in Dresden, denn man vermutete hier noch Reste von keltischen Grabanlagen. Die Arbeiten wurden Ende Juli vorerst abgeschlossen. Funde gab es bisher nicht. Erste Teilbereiche wurden durch das Landesamt jetzt freigegeben. Die Erkundungsarbeiten laufen baubegleitend weiter. Weitere sind ab September bis Jahresende geplant. Die Gesamtkosten für die Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes Plauen-Oberloser Teil 1 belaufen sich auf Aussage von Tiefbauamtschef Steffen Ullmann auf fast 15 Millionen Euro. Davon erhält die Stadt Plauen rund 11 Millionen Euro an Fördermitteln.
Diese kommen zum einen aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Deutschen Bundestages beschlossenen Haushaltes sowie durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Am Bau beteiligt sind neben der Stadt Plauen als Hauptbauträger außerdem der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland sowie die Verteilnetz Plauen GmbH. Comedia Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Die Schönheider Wölfe können für die kommende Spielzeit 2021-22 in der Regionalliga Ost einen weiteren Neuzugang im Team präsentieren. Dabei handelt es sich eher um einen Rückkehrer als um einen Neuling, denn vor 4 Jahren von Schönheide zu den Harzer Falken nach Braunlage gewechselt, kehrt der inzwischen 25-jährige Richard Zerbst, gebürtiger Dresdner, nun zu den Wölfen ins Erzgebirge zurück. Richard kam 2015 als hoffnungsvolles Talent vom ESC Dresden nach Schönheide und trug insgesamt 2 Spielzeiten das Wölfe-Trikot. Werbung. Ich bin der Tito. Ich bin seit 3 Jahren im Sportpark Zwickau. Das alte Studio war schon nicht schlecht. Das neue hier ist richtig geil. Bei dem Umbau ist es richtig schönes Fitnessstudio geworden. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Internet in Turbospeed. Bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Infos auf pure.com. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der 3. Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen müssen wir uns auf einen recht ungemütlichen Tag einstellen. Das Quecksilber klettert am Donnerstag gerade einmal auf magere 17 Grad. Die Sonne werden wir nicht zu Gesicht bekommen, mit Regenschauern starten wir in den Tag. Die halten dann den ganzen Tag über an. Am Freitag ist dann Wetterbesserung in Sicht. Zunächst trübt kein Wölkchen den Westsachsenhimmel. Später zieht sich der Himmel zusammen und wir müssen uns ab dem Nachmittag auf gewittrige Schauer einstellen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 23 Grad. Der Samstag wird aus heutiger Sicht ein recht freundlicher Tag. 10 Sonnenstunden und Temperaturen um die 25 Grad, das sind die Aussichten. In der Nacht auf Sonntag beginnt es zu regnen. Der letzte Tag der Woche kommt dann mit einem Sonne-Wolken-Mix daher. Wir dürfen uns auf angenehme 24 Grad freuen. Liebe Zuschauer, das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Mittwoch. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch auch mal im Internet auf unserer YouTube oder auf unserer Website vorbei unter www.westsachsen.tv oder bei YouTube bei TV Westsachsen sehen Sie all unsere Beiträge und natürlich das komplette Abendmagazin Tag aktuell noch einmal in voller Länge. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erholsamen Abend und bis morgen an gleicher Stelle. Machen Sie es gut.